Schön gross und knackig, so haben die meisten ihre Erdnüsse am liebsten. Für den gewohnten Biss ist die Firma Gerelli aus Frauenfeld zuständig. Hier werden pro Tag gut 25 Tonnen Erdnüsse geröstet. Das ist sicher eine Herausforderung. Es geht immer darum, wie ist die Ernte, wie ist das Produkt, wie dick ist die Schale, wo kommt sie her, wie groß ist die Erdnuss. Und da muss man immer drauf reagieren und das Gespür entwickeln, wie man die Erdnuss behandeln muss, damit sie gut geröstet ist. Die Erdnüsse haben einen langen Weg hinter sich. Angebaut in Ägypten kommen sie im Rohzustand via Schiff und Lastwagen tonnenweise in die Thurgau. Kann man sie jetzt schon essen? Das Nüsli, ja, das kann man jetzt bereits essen. Es schmeckt halt einfach nicht geröstet, sondern es schmeckt sehr nach einer Erbse. Es ist auch sehr gummig, wenn man es ins Maul nimmt, zum Kauen. Und hat eben das unverkennbare Röstaroma fehlt natürlich noch, weil es noch nicht erhitzt worden ist. Vor dem Rösten wird jedes einzelne Nüsli durchgecheckt. Quasi ein Schönheitswettbewerb unter der Hülsenfrucht. Nur die schönsten schaffen es ins Klaus-Säckli. Wir haben verschiedene Sortierschritte bei uns, Reinigungsstufen. Das heisst, es werden auch Fremdkörper ausgelesen, wenn das Erdnüsli bei uns auf der Anlage aufgegeben wird. Läuft es durch verschiedene Reinigungskriterien wie Steinausleser, Fremdkörper auslesen. Es werden auch Schalenteile entfernt. Und dann haben wir natürlich auch noch die optische Sortierung, wo das Erdnüsli durchgeht, wo zu helle, respektive zu dunkle oder gefleckte Erdnüsse dann in einem gesunden Ausmaß aussortiert werden. Ab dann geht es in die heisse Phase. In zwei ehemaligen Kaffeeröstern werden die Nüsse auf bis zu 200 Grad erhitzt. Also wenn das Nüsse in die Trommel kommt, in den Röstrommel hinein, durchläuft das in einer Schneckenförderung, wird das vorantrieben und wird dann so ist immer in Bewegung für eine gleichmäßige Röstung. Und von dort her geht es dann in die Kühlzone, wo dann das Nüsse nach der entsprechenden Röstzeit abgekühlt wird. Nach 20 Minuten ist das Erdnüsli, so wie es wir vom Samichlaus kennen, fertig. So werden in Frauenfeld jede Saison rund 1200 Tonnen Erdnüsli geröstet. Die meisten davon jetzt in der Weihnachtszeit. Erdnüsse wird das ganze Jahr gegessen in der Schweiz. Aber natürlich ist die Saisonalität spielt eine sehr grosse Rolle, wo man sehr stark merkt, dass es im Oktober losgeht. Und jetzt gerade so zwei Wochen vor dem Samichlaus ist das Volumen natürlich am stärksten. Da können wir am meisten von unseren Erdnüssen ausliefern. Natürlich, unsere Kunden bereiten sich auf den Klaus vor. Und man merkt natürlich, nach dem Klaus nimmt das Volumen schon wieder markant ab. Und somit sind wir auch in dieser Phase sicher am meisten gefordert. Verpackt und kühl gelagert vertreibt Gerelli die Erdnüsse nicht nur Schweiz, sondern europaweit. Und so ist gut jedes zweite Nüsli in unserem Klaussack aus der Rösterei zu Frauenfeld.